Liebe Menschen in Dresden, ich bin auch Dresdner, ich bin nur ein Zugereister, aber seit ungefähr fast 17 Jahren in Dresden. Und von daher empfinde ich mich als Dresdner. Ich bin gebürtiger Kurpfälzer aus Monnem und ich werde mein Dialekt auch nie ablegen. Und wenn es drauf ankommt, dann batsch ich euch. Also, das war kurz kurpfälzisch, nicht base gemeint. Wie gesagt, Menschen in Dresden. Ich bin ein Mensch in Dresden. Ich habe eine Meinung und die weicht ganz offensichtlich von eurer Meinung ab. Und das ist auch gut so. Ich lese euch mal was über Konsens vor. Habe ich gestern auf Facebook gefunden von Vince Ebert. Sieht man öfter im Fernsehen. Echtes Querdenken bedeutet Stress. Denn eine Konsensgruppe übt praktisch immer Druck auf den Querdenker aus. Dieser Druck ist sozusagen eine Immunreaktion, die den Konsens vor den Zweiflern schützen möchte. Das wiederum kostet den Querdenker ziemlich viel Energie. Wer einmal einer Gruppe, die sich einig war, als einziger widersprochen hat, der weiß, Dissens ist fürchterlich anstrengend. Und Anstrengung ist etwas, was unser Hirn am liebsten vermeidet. Es beginnt, Stresshormone auszuschütten. Der Herzschlag rast, Schweiß bricht aus. Angst. Genau genommen ist es also Angst, die die Menschen zu Konformisten macht. Die Angst vor sozialer Isolation. Davor sind selbst die intelligentesten Menschen nicht gefeit. Wir glauben, ohne die Gruppe nicht überleben zu können und deswegen tun wir das, was die Gruppe tut. Fast egal, ob es Sinn macht oder nicht. Und je öfter wir das tun, umso weniger hinterfragen wir die Sinnhaftigkeit unseres Tuns, bis wir irgendwann einmal felsenfest davon überzeugt sind, dass das, was wir tun, unserem eigenen freien Geist entsprungen ist. Und dann fühlen wir uns gut. Das also Vince Ebert findet man auf Facebook von vor ein paar Tagen, ich glaube 8. Juni. So, demgegenüber möchte ich ein Zitat stellen, was immer wieder aufpoppt, wenn ich das Wort Diskriminierung höre. Zitat: Diskriminierung ist ein ebenso unabdingbares gesellschaftliches Recht wie Gleichheit ein politisches ist. Es geht nicht darum, wie die Diskriminierung abgeschafft werden kann, sondern um die Frage, wie man sie auf den Bereich der Gesellschaft, wo sie legitim ist, beschränken kann. Wie man verhindern kann, dass sie auf die politische und persönliche Sphäre übergreift, wo sie sich verheerend auswirkt. Das hat eine sehr kluge Frau gesagt, und zwar Hannah Arendt. Ich glaube, es ist aus dem Buch Denken ohne Geländer, bin mir aber nicht ganz sicher. So, das waren jetzt zwei Zitate. Ich habe das gar nicht für euch recherchiert, sondern ich habe das für einen Freund gemacht, mit dem ich nächste Woche diskutieren will. Was habe ich aufgeschrieben? Ich habe drei Filme aufgeschrieben, beziehungsweise Bücher. Einmal die 12 Geschworenen. Einmal The Third Wave, die Welle, und einmal Ein Mann wie Sprengstoff. Werde ich ihm verklickern nächste Woche, euch erzähle ich schon jetzt. Meine eigenen Erfahrungen mit Konsens bzw. Konsensdruck. Ich war mal Mitglied in der Piratenpartei und dort waren sehr viele junge Leute, sehr viele idealistische Leute und die waren irgendwie der Meinung, man könnte auch innerhalb von der Partei, ohne dass man gewählt ist und sozusagen legitimiert ist, einfach irgendwie eine Mehrheit bilden und dann diejenigen ausgrenzen, die in der Minderheit sind. Und dann sollten die aus dem Diskurs, im Zweifelsfall aus der Partei ausgeschlossen werden. So ihr hehres Ziel, damit man bloß keinen Störenfried dabei hat. Erste Erfahrung, langjährig. Zweite Erfahrung, Coloradio. Auch dort gab es einen Vorstand und eine Mitgliederversammlung, aber im Endeffekt wurde es so gedreht, dass es da eine nicht Mitgliederversammlung, sondern ein Plenum gab. Das Plenum stand nicht in der Satzung, das Plenum hatte keine Rechte, aber auf diesem Plenum wurden Entscheidungen getroffen und zwar gab es ein Vetorecht und das Vetorecht hat irgendwas aufgeschoben. Und es hat genau einer gereicht, um Veto einzulegen. Es gab keine Mehrheitsentscheidung auf diesem Plenum, wie das in der Politik, in der Demokratie üblich ist. 50% plus X ist die Mehrheit. Und das reicht. Und es ist manchmal knapp und ärgerlich für die Unterlegenen, aber es ist so. Dort herrschte also ein Vetorecht und das zwang also zum Konsens. Und derjenige, es war in der Regel nur einer, vielleicht zwei Leute, wenn sie nicht recht bekommen haben und sich nicht durchsetzen konnten, haben sie ein Veto eingelegt und haben die Entscheidung verzögert, bis die anderen keine Lust mehr hatten. Und am Ende war man unter sich, die sich einig waren. Und
Ich bezweifle, dass das zu guten Entscheidungen geführt hat. Das sind meine zwei Erfahrungen, die mir auf Anhieb eingefallen sind. Nächster Punkt, den ich mir für meinen Kumpel ausgedacht habe: Was sind eigentlich Grundrechte bzw. Menschenrechte bzw. Bürgerrechte? Und wem stehen sie unter welchen Umständen zu? Grundrechte stehen im Grundgesetz. Die Menschenrechte sind damit drin. Die gelten alle für alle Menschen auf der ganzen Welt, außer in irgendwelchen Regimen. Und die Bürgerrechte, die haben tatsächlich nur Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Zum Beispiel wählen. Und ich halte das für sinnvoll. Stellt euch vor, die Franzosen kommen über die Grenze gelatscht und beanspruchen sich in Deutschland, den Bundestag mitzuwählen. Einfach so. Die leben zwar nicht hier, die haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, aber die sollen hier wählen dürfen. Wenn sie ihren Wohnsitz hier haben, ist noch was anderes. Aber Bürgerrechte stehen nur den Bürgern, den Staatsbürgern zu. Finde ich auch richtig. Länger will ich mich damit nicht aufhalten. Was bedeutet Naturrecht? Naturrecht ist ein philosophischer Begriff, beziehungsweise ein rechtsphilosophischer Begriff. Ich habe mir hier rauskopiert aus Wikipedia, dass es unter anderem nicht allgemeingültig bedeutet, Naturrecht ist nicht naturethisch als Recht der Natur zu verstehen, denn im Mittelpunkt steht der wertebildende Mensch mit seinen Naturanlagen. Ich habe dann ein bisschen runtergescrollt und bin bei einem Abschnitt Moderne gelandet. Gut zuhören. In der Französischen Revolution wurde die biblisch-theologische Verankerung des Naturrechts durch die Lehre vom gemeinsamen Nutzen in Klammern Utilité commune Klammer zu ersetzt. Dadurch wurden die Bürger- und Menschenrechte manipulierbar. Die jeweils an der Macht befindliche Gruppe der Revolutionäre bestimmte, was denn der gemeinsame Nutzen war und schickte ihre politischen Gegner auf die Guillotine. Vor allem aus diesem Grund kritisierte zum Beispiel Jakob Grimm im Frankfurter Parlament 1848 die französische Haltung und forderte die Rückkehr zu den religiösen Grundlagen der Bruderschaft und Freiheit aller Menschen. Das ist aus der Paulskirchenverfassung vom 28. März 1849. Damit berief er sich auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776, die die unveräußerlichen Menschenrechte, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören, theologisch begründete. Sie sind den Menschen von ihrem Schöpfer, in Klammern Creator, verliehen worden. Quelle ist also Wikipedia, Naturrecht, Moderne. Und das zweite, zwei Absätze später, Zitat aus Wikipedia: Das nationalsozialistische Recht war ideologisiertes Naturrecht, das das positiv gesetzte Recht unterlief. In seinem Mittelpunkt stehe die Gemeinschaft, so der nationalsozialistische Rechtstheoretiker Hans-Helmut Dietze in seinem Werk Naturrecht in der Gegenwart von 1936. Das Naturrecht liege im Blut, sei also rassegebunden und jeder Volksgenosse könne durch sein Rechtsempfinden die Entscheidung über Gut und Böse, über Recht und Unrecht treffen. Es wurzele, Zitat, in den naturhaften Kräften, aus denen alles wirkliche Leben der Natur kommt, Doppelpunkt, im Drängen des Blutes, Komma, in den Säften des Bodens und in der Innigkeit gleicher Gesinnung. Zitat Ende, Quellenzitat Ende. Wikipedia, Naturrecht, Moderne. Was will ich damit sagen? Es kommen immer mal wieder Menschen an, manche mit bösem Willen, manche mit gutem Willen, und die wollen das Naturrecht, was einem Menschen, lass es uns sagen, mit qua Geburt, Zeugung, so weit will ich nicht gehen, aber qua Geburt hat der Mensch seine unveräußerlichen Rechte, die gewährt ihm kein Staat, sondern der Staat hat sie ihm zu gewährleisten. Und es gilt für alle Menschen, so wie es im Grundgesetz steht. Alle Menschen haben die gleichen Rechte, unabhängig von Herkunft, Rasse und Abstammung und Religion und Weltanschauung und so weiter. Und es ist genau richtig so, wie es da drin steht. Und jetzt kommen die Grünen an, unter anderem die Grünen, und wollen das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Das Wort Rasse gibt's, kann man nachgucken, auch Wikipedia, ganz einfach, auch für die Dummen. Rasse gibt's, das Wort gibt's in jeder Sprache. Es hat vielleicht abweichende Bedeutung, leicht abweichende Bedeutung, aber das Wort gibt's in jeder Sprache. Und jetzt zu tun, als würde das Streichen aus dem Grundgesetz irgendwelche Vorurteile von irgendwelchen Schwachmaten, wem auch immer, ändern, das ist doch an Haaren herbeigezogen.
Das Grundgesetz ist genau richtig so, wie es ist. Ich verstehe nicht, was ihr mit eurem Scheiß Rassismus wollt. Ich halte Antirassisten für die wahren Rassisten. Sie wollen real existierende Unterschiede. Wovon auch immer die Abhängung, man nennt es heute, glaube ich, Phänotyp, und es gibt hunderte, tausende, ich weiß nicht wie viele Millionen Phänotypen, kein Mensch gleicht dem anderen, und diese Unterschiede versucht ihr irgendwie durch die Hintertür einzuebnen. Es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau, Schwarzen und Weißen, die sind existent. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Menschen unterschiedlich viel wert sind. Und ihr glaubt also, dass wenn ihr nur gegen Rassismus kämpft, als würdet ihr dann auch irgendwie die Unterschiede eindämpfen können. Wenn ich ein gepflegtes Vorurteil habe, und ja, ich bin Mensch, ich habe Vorurteile, wenn mir zum Beispiel ein Mann mit erhobener Hand und einem Messer da drin begegnet, oder auch eine Frau, dann fürchte ich mich und im Zweifelsfall flüchte ich. Dafür sind Vorurteile unter anderem gut. Und wenn ich an einem bestimmten Platz mehrfach ausgeraubt werde, dann werde ich diesen Platz meiden. Und ja, dann habe ich ein Vorurteil gegen diesen Platz. Und vielleicht auch gegen die Menschen, die auf dem Platz regelmäßig sind, wie auch immer. Vorteile gehören zum Menschen dazu. Und ja, ich habe Vorurteile, aber in allererster Linie habe ich Vorurteile gegen Schwachköpfe. Schwachköpfe, die nicht argumentieren, sondern die meinen, sich hinter einer Mehrheit verstecken zu müssen, von Konsens und Antirassismus labern zu müssen. Und vor denen fürchte ich mich in gewisser Weise auch. Ich stelle mich allerdings meinen Fürchten oder Ängsten auch regelmäßig, nicht allen, manche prokrastiniere ich weg, auch da, ich bin Mensch, ich bin fehlbar. Ich bin übrigens auch getauft und konfirmiert und bin noch nicht aus der Kirche ausgetreten. Konfirmiert deutet auf Protestant hin, auf evangelisch. Von daher habe ich eine religiöse Grundlage, aber ich würde mal behaupten, ich habe mich von der Kirche emanzipiert, von Gott habe ich mich nicht emanzipiert. Gott ist für mich das, was ich nicht erklären kann, und zwar eher so mystisch als irgendwie, wie soll ich sagen, gebieterisch. Also ich glaube nicht an einen Gott, der in die Welt eingreift, sondern ich glaube an einen Gott im Sinne von einem Schöpfergott. Irgendwas war der Auslöser dafür, dass es die Welt, das Universum, die Erde, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen gibt. Die Reihenfolge war jetzt nicht ganz richtig, aber erst waren die Pflanzen, dann die Tiere, dann die Menschen. Das ist eine Weiterentwicklung, das ist Evolution. Und da komme ich auch nochmal um die Kurve. Die Welt dreht sich weiter, ohne Menschen mit Menschen, ohne Tiere mit Tieren. Die Pflanzen wird es wahrscheinlich immer geben, bis die Welt, die Erde irgendwann in der Sonne verbrennt. In 5 Milliarden Jahren. So viel Zeit haben wir noch, um den Rassismus abzuschaffen. Also, Klimawandel. Da streitet sich die Gesellschaft. Klimawandelleugner, Klimawandelalarmisten. Das war das Thema Fridays for Future. Viele junge Leute, die geglaubt haben, sie hätten Ahnung von Physik, Biologie, Chemie, Wirtschaft, whatever. Nein, habt ihr nicht. Ihr seid zu jung dafür. Ihr habt keine Lebenserfahrung. Ihr habt vielleicht noch ein Schulbuchwissen, im besten Fall. Aber von der Materie habt ihr keine Ahnung. Und ihr lasst euch vor den Karren spannen, von irgendwelchen Wissenschaftsscharlatanen, die eins und eins nicht zusammenzählen. Am ehesten fallen mir ein, der Herr Quaschnik, der erzählt den ganzen lieben langen Tag auf YouTube so viel Unsinn und braucht die Masse der jungen Menschen, weil er als Wissenschaftler offenbar nicht allein dastehen kann. Einstein hat gesagt, wenn ich falsch liege, dann reicht genau ein Mensch, um mich zu widerlegen. Da braucht es nicht Tausende, die nach dem Konsens rufen, nach 99% Konsens. Was ein Blödsinn. Kürzlich gab es eine Anfrage im Bundestag, wie es denn nun um den 97% Konsens, von dem hat jeder schon gehört, steht. Hat die Bundesregierung geantwortet, nee, der Konsens ist nicht bei 97, der ist bei 99%. Warum? Naja, da hat ein Wissenschaftler gesucht und hat nach dem Wort, ich widerspreche, oder nach dem Ausdruck, ich widerspreche der Klimawandeltheorie gesucht. Und als er das nicht gefunden hat, hat er daraus geschlossen, dass dann also alle anderen 99,9% der Meinung sein müssen, naja, der menschengemachte Klimawandel ist die Wahrheit. Das ist keine Wissenschaft, das ist Scharlatanerie. Also Konsens, Klimakonsens gibt's nicht. Auch ich habe die wahrheitlich mit Löffeln gefressen, aber so zu tun, als könnten irgendwie 97 oder 99% der Menschheit entscheiden, was die anderen 3% zu denken haben. Blödsinn. Und jetzt kommen wir zum letzten meiner Themen. Wir sind bei knapp 15 Minuten. Coronavirus. Auch da wird gerade der Eindruck erweckt, man müsse irgendwie die ganze Menschheit schützen. Wenn ihr euch die Statistiken anguckt, dann stellt ihr fest, alle Toten in Dresden,
Alle bis jetzt vermeintlich an Corona bzw. mit dem Coronavirus Verstorbenen waren über 60 Jahre alt. Das heißt nicht, dass nicht auch ein jüngerer Mensch mal sterben könnte an Corona bzw. an Covid-19, so heißt die Erkrankung. Uns wird aber eingebläut, dass positiv Getestete und somit Infizierte gleichzusetzen seien mit Erkrankten. Nein. Junge Menschen haben in aller Regel, ich glaube zu 80-90%, keinerlei oder nur sehr wenig Symptome. Und dann spricht man eben nicht unbedingt von einer Erkrankung. Wer aber die Infizierten mit den Erkrankten gleichsetzt und dann von einem Impfstoff schwadroniert, auf den wir warten müssten, bis wir alle unsere Grundrechte wieder zurückbekommen, die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Berufsfreiheit, die, oh Gott, ich komme gerade nicht drauf, es gibt noch ein paar. Nein, diese Freiheiten haben wir, so meine Argumentation, von Natur aus, ab Geburt, und der Staat hat sie uns zu gewährleisten. Und wenn er sie uns einschränken oder gar wegnehmen will, körperliche Unversehrtheit, Impfpflicht, dann muss der Staat oder die Regierung, das Parlament, der Gesetzgeber im besten Falle, das begründen. Nicht ich muss begründen, warum ich meine Grundrechte zurückhaben will, sondern der Staat muss es begründen, warum er sie mir weiterhin vorenthalten will. Auch da spaltet sich die Gesellschaft. Da sind welche der Meinung, diejenigen, die auf Hygienedemos gehen, ich war übrigens noch auf keiner, die würden irgendwie die Volksgesundheit gefährden. Gesundheit und körperliche Unversehrtheit, die ganzen Grundrechte sind Individualrechte und keine Kollektivrechte. Wenn sich aber das Individuum einem vermeintlichen Kollektivrecht auf Gesundheit, was es so nicht gibt, unterordnen muss, dann können wir unsere Grundrechte in die Tonne kloppen. Da brauchen wir auch nicht mehr Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Wir bewegen uns gerade in großen Schritten in Richtung eines neuen Totalitarismus. Und der Totalitarismus zeichnet sich nicht dadurch aus, dass man die Menschen zwingen muss, sondern im Idealfall ordnen sich die Menschen selber unter. Und zwar wegen dem Konformitätsdruck bzw. diesem Konsensdruck, der erzeugt wird, dass es bloß keine abweichende Meinung mehr geben darf. Wenn der Letzte entsorgt ist und sich alle einig sind, da bewegt sich gar nichts mehr, da ist keine Buntheit mehr, da ist keine Vielfalt mehr. Und viele junge Menschen, die noch nicht wirklich Lebenserfahrung haben, ich bin 46, ich bilde mir ein, erwachsen zu sein, nicht immer, aber meistens. Ihr jungen Leute wollt uns ohne Lebenserfahrung erzählen, dass wir alten weißen Männer nur das Schlimmste wollten. Ach, der Meinung kann man sein. Ich halte euch dann halt einfach für dumm. Und es ist mein gutes Recht und ihr könnt mich auch gerne für dumm halten. Ihr könnt es mir auch ins Gesicht sagen, per Facebook, whatever. Meinungsfreiheit ist meiner Meinung nach das wichtigste Grundrecht. Es ist immer abzuwägen mit anderen, keine Frage, aber für mich ist Meinungsfreiheit das wichtigste Grundrecht, weil wenn es keine freie Meinungsäußerung mehr gibt, man kann übrigens hinterher dafür tatsächlich bestraft werden, aber erstmal darf man sagen, und das ist das Wichtige, und nur wenn neue Ideen überhaupt eine Chance haben, zur Geltung zu kommen, kann sich das Alte ändern. Und viele Initiativen, seien es die Klimawandel-Alarmisten, die meinen, wir müssten uns alle in einem Klima von in 100 Jahren unterordnen, die Klima-Alarmisten behaupten, man könne das Klima für 100 Jahre vorhersagen, es ist einfach Blödsinn. Kein Mensch kann die Zukunft vorhersagen, nicht mal ich. Und unter diesen ganzen Prämissen, dass die Welt irgendwann untergehen könnte, das ist religiös, das ist quasi religiös. Und dieser Rassismus-Scheiße, es gibt Rassismus, es gibt keine Rassen, aber es gibt Rassismus. Aber dieses Thema so zu pushen, bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und diejenigen über Bord zu schmeißen, die bei einem Thema Klimawandel falsche Meinung vertreten, raus aus dem Diskurs, die Gruppe wird kleiner, dann kommt die Rassismusdiskussion, zack, die nächste Runde rausgeschmissen. Irgendwann hast du nur noch einen ideologisierten, klitzekleinen Kreis übrig, der meint, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. So funktioniert Konsens und damit gehe ich nicht konform. Definitiv nicht. Da muss ich widersprechen und das habe ich jetzt getan. Ich bin ein Mensch aus Dresden. Und nur einer. Reicht vollkommen, um seine Klappe aufzureißen. Habe ich hiermit getan. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vermehren der womöglich gewonnenen Erkenntnisse.